ich fand es ganz bezaubernd, dass wir diese Aufgabe bekamen, weil es ja eine der großen Fragen ist, wie Mütter und Töchter miteinander umgehen. Und diese Mutter-Tochter-Kombo hat wunderbar funktioniert. Wir haben einfach in einem fortlaufenden Gespräch herausgefunden, dass es dieser Satz sein soll. Es war klar, dass es ein Satz von mir sein soll. Und dann gab es verschiedene Anläufe, wie das umgesetzt werden kann. Als allererstes war die Idee, war der Text da. Und die ganze Arbeit hat sich eigentlich von dort aus entwickelt, dass dieser Text sehr spruchhaft ist. Und natürlich die Frage war, wie bringt man den Text an die Wand, wie bringt man den Text in den Raum. Und das Ofentuch als Sujet ganz schnell aufgetaucht ist, eben weil es ja eine Art Sprichwort ist, ein erfundenes Sprichwort, das aber doch so funktioniert. Und natürlich gab es andere Überlegungen, ob man das anders machen könnte, aber das war dann doch die einleuchtendste Idee, den Text zu sticken und eben auf genau diese Art zurückzugreifen, wie man einen Text dann an eine Wand bringen kann. Naja, der Text geht aus von aus einem Stück von mir und in dem verdichtet sich zum Beispiel die Beobachtung einer Person, die Datensammlung über eine Person, die Einengung in einen Schriftsatz, was jetzt zum Beispiel ein Polizeiprotokoll wäre, das wäre sehr ordentlich. Und die Person, die beschrieben ist, könnte sehr verzweifelt sein. Aber es ist auch ganz einfach so, dass der sehr aufgeräumte Schreibtisch auch Verzweiflung ausdrückt, weil die Frage des Zuhause-Seins ja doch immer ein bisschen was mit was Schlampigem, mit etwas, was eben in einem Prozess passiert, etwas, was sich weiterentwickelt, ein Glas, das dasteht, weil das die Welt gebraucht wird. Und wenn es Ordnung ist, ist keine Welt da. Das Ofentuch, die Stickarbeiten, die Sticktücher sind ja eine Selbstverständlichkeit in der Aussteuer und in jedem Altwarengeschäft hängen sie zu Hunderten hintereinander und stellen etwas von einer heilen Welt dar, was uns eine gute alte Zeit vorgaukelt. Da muss man nachgehen und fragen, war es das nun oder war es das nicht? Ich habe den Text selber gestickt, was sehr interessant war, weil es eine ganz andere Art ist, einen Text zu erfahren und auch eine ganz andere Art, eine ganz andere Technik, etwas zu produzieren, als ich es eigentlich gewöhnt bin. Also es gibt kein Undo, also man kann das nicht rückgängig machen, was man gestickt hat, man muss es wirklich wieder auftrennen. Es gibt kein Copy-Paste. Es ist eine ganz andere Art, wie sich etwas entwickelt oder etwas wächst. Und das fand ich jetzt wieder mal als Ausnahme sehr interessant, um zu verstehen, wie ich eigentlich normalerweise gewöhnt bin zu arbeiten. Ich selbst habe als kleines Mädchen noch Handarbeitsunterricht außerhalb der Schule bekommen, wurde zu Klosterschwestern geschickt, dreimal in der Woche am Nachmittag, um alle diese Techniken zu lernen. Und nun ist es nicht so, dass ich diese Techniken ablehne. Ich glaube, dass es wunderbar ist, sticken zu können, stricken zu können, häkeln zu können. Das sind ganz großartige Techniken, die übrigens auch in meine Literatur einfließen, weil es ja Verwebungen sind. Ein Faden wird in sich selbst verknüpft, verdreht, was immer. Das heißt, wir sind sowieso da, wo Kreativität ist. Aber es war alles eben mit einem Zwang verbunden und mit einem militarisierten Lernen. Und Sticken scheint mir, vor allem Kreuzstichsticken, scheint mir eine sehr militarisierte Form für Frauenerziehung zu sein. Während die Männer am Kasernenhof ihren Schritt messen müssen und in eine gleiche Form bringen und das über Jahre das große Ziel von den frühen Volksarmeen des 19. und 20. Jahrhunderts ist, dass in gleich längem Schritt gegangen wird von verschiedenen großen Personen.
wird hier von verschiedenen großen und verschiedenen greifenden Frauen verlangt, immer die gleiche Länge des Stichs zu machen. Und das ist für mich Militarisierung. Und Militarisierung halte ich für die schlimmste Form der Zurichtung, außer es ginge um das Kübel weitergeben bei der Feuerwehr. Da würden wir das gerne sehr automatisiert haben, aber das ist es ja nun nicht. Naja, das ist ein schichtspezifisches Problem, das natürlich die liberal-bürgerliche Gesellschaft des 19. Jahrhunderts, die von einer Monarchie, autokratischen Monarchie überwölbt war, daran interessiert war, ihre Subjekte immer in Objekte zu verwandeln. Das heißt, es wurde die Vorlage dazu benutzt, das eigene Unglück einzusticken. Eigener Herd ist Goldes wert, wird gestickt von einer Frau, die nie eine Chance hat, einen eigenen Herd zu haben, weil sie wieder unehelich irgendein Kind gekriegt hat oder was, weil es ist ja nie normal gegangen. Das ist ja das, was wir gelernt haben aus der Geschichte und für das wir einfach andere Kapazitäten heute freihalten müssen, die ich dann schlicht Demokratie nennen würde. Es gab das gestickte Tuch. Von Anfang an war uns aber klar, dass wir das fotografieren werden. In erster Linie, weil wir die Arbeit oder dieses Objekt vergrößern wollten. Wir wollten die Textur mehr herausholen und wir wollten auch einen Moment der Entfremdung und der Distanz einführen. Wir fanden auch, dass der Text jetzt als Stoff zu wörtlich gewesen wäre in der Situation. Also natürlich, das Stoffliche ist in dieser ganzen Architektur Absicht. Weil es ja diese Stahlglasumgebung ist, in der man sich da befindet und die Gipskartonwände und alles sehr kühl ist und da eine andere Materialität hineinzubringen, war schon wichtig, aber wenn man jetzt das echte Tuch hingehängt hätte, wäre das, glaube ich, sehr etwas verloren gewesen. Die Freiheit in dem Projekt, also ohne jede, also nur eine Wand, auf die etwas kommen soll, das war natürlich schon eine der großzügigsten Vorgaben, die ich je getroffen habe. Also das war in einer Form großzügig, dass es fast schon Angst ausgelöst hat, aber wir haben das bewältigt. Das war das erste Projekt mit meiner Mutter und es hat sehr gut funktioniert.